Hallerö, liebe Enson-Leser. Überraschung, ich bin es wieder. Eure Mangela Erkel. Viele von euch waren sauer, dass Regent Tower Games zwischen 2017 und 2019 nur sehr wenig Content produziert haben. Einige von euch taten ihren Unmut sogar in einer Demonstration kund. Wir wollen, dass die EGT Games endlich wieder Videos machen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wo bleibt der ganze Content, Mann, ey, Alter? 2017 kam das letzte Best-of. Ich warte seit Jahren, Mann! Die wollen jetzt Let's Play! Die sollen wieder Videos machen! Ich will auch, dass Waititi endlich wieder Videos macht! Ich will, dass die Fruit Loops endlich wieder schmecken! Ich möchte eine Welt, in der ich aus einer Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu kriegen! Ich bin komplett geisteskrank! Ich bin geistig gestört! Auch ich will Regent Tower Games endlich wiedersehen. Deshalb trete ich sogar freiwillig als Präsident zurück, damit die wiederkommen. Make RGT Games green again. Als ich diese Bilder gesehen habe, habe ich persönlich sofort mit Johannes Koth, Gunsis, V und Plugrumus gesprochen und sie überredet, wieder was zu machen. Und so haben sie 2020 endlich wieder Premium-Content abgeliefert. Die alten Lolofanten. Hier sehen Sie nun die lustigsten Ausschnitte aus 2020 zum Erinnern und Schmunzeln. Viel Spaß, ihr Schmasten. Und das war's. Könnte ich mir noch Stunden angucken. Willst du dann ein GIF draus machen und dann... Nee, einfach so ein Loop draus machen. Und dann irgendwie 8-Stunden-Video oder ja. So. Oder man macht das irgendwie mit einem... Und das ist mit einer Musik, wo der Takt gerade so passt. Ich glaube, ich hole mal kurz Hyrule Historia. Vielleicht kann man da irgendwas raus. Kannst du einfach dich mal mit mir unterhalten. Wir haben uns ja seit Wochen nicht gesehen, ey, seit Jahren. Aber vielleicht ich will nicht über so private Dinge sprechen. Ja, natürlich. Ich finde, wir sollten. Das ist das, was die Leute reizt. Private Dinge. Ja, okay. Hast du eigentlich die Klamüten wieder losgeworden? Genau dieselbe Witzidee. Ich hatte nie irgendeine Geschäftskrankheit. Du? Ich auch nicht, nee. Nee, ich weiß nicht mehr, was das genau ist. Ich finde das. Vielleicht irgendwelche ekligen Stellen, ich will es gar nicht wissen. Man sollte sowas auch nie googeln. Google das mal. Bitte. Nee. Bitte. Warst du schon mal beim Urologen? Ich war noch nie beim Urologen. Ich auch nicht. Vielleicht sollten wir das mal machen. Ja, ne? Ich glaube, so schlecht ist das gar nicht. Ich wollte aber schon immer so. Gesundheitsvorsorge ist wichtig. Ja, genau, sowas habe ich noch gar nicht gemacht. Ich merke mir das. Ja, wir sind jetzt übrigens komplett woanders auf der Karte. Das seht ihr jetzt nicht. Aber wir sind viel näher dran ansonsten. Echt jetzt? Ja. Ja, Glück kann man auch haben. Für so eine Ereigniskarte. Das ist wie ein Monopoly-Spiel. Ja. Apropos, ne, wenn du mitkommst nach Dänemark, wir haben schon mal die Spiele sortiert, die wir mitnehmen wollen. Oh, und Monopoly. Wir haben uns extra noch Spiel des Lebens geklaut. Verraten! Ich habe mich verraten! Scheiße! Ich rufe sofort die Polizei. Wir haben noch gut das Spiel des Lebens geklaut. Wie geil, ey. Ja. Echt. Ja. Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube, ich habe schon so einige Krankheiten, die ich mir noch ja. Ja, vor allem, ja, Mann, ich habe halt auch keinen Bock, dass du mir da einer am Sack rumgrabbelt. Ja, ich bin jetzt nicht unbedingt bezogen, nur, also. Ja, ich weiß. Alles einfach. Ja. Ne? Blut abnehmen, mal ja. Gucken, wie die Spermien, wie aktiv die sind, so. Ja. Ne? Falls man, da kann man sich schon mal damit auseinandersetzen. Darmspiegelung. Darm, nicht unbedingt. Macht meine Freundin jede Nacht. Bei mir. Mit einem Darmspiegel. Wollt ihr mal einen Spiegel? Oh, Schatz, wollen wir eine Darmspiegelung machen? Dann hältst du sie da hin. Ja, ich sehe ihn. Ja, ein Spiegel. Wollt den Darm gespiegelt. Okay, das war schön. Hä? Bist du gerade explodiert? Ja, Mann. Glaube an deinen Mut, der dich schon so viele Abenteuer hat überstehen lassen und sei auch in den Prüfungen der Götter erfolgreich. Okay. Ich mache alles, was dieses sprechende Boot sagt. Okay. Okay. Let's go.
Einfach rein? Ja. Gut. Okay. Warum, dass ich hier Siege setzen kann? Dumm. Nur weil du dich jetzt irgendwie für so einen Profi-Piraten hältst, so einen Piratensimulator gespielt hast. Ich glaube, da hinten ist eine Öffnung. Hallo, ich bin jetzt hier Profi-Pirat, ne? Okay, was sind die drei wichtigsten Regeln für einen Pirat? Okay, was auf See passiert, bleibt auf See. Ja, zweite. Piraten sind auch nur Menschen. Und dritte und aber auch wichtigste Regel. Aber doch schwer. Ich liebe immer deinen nächsten Piraten. Gut. So, ganz einfaches Rätsel. Doch nicht. Das ist ja blöd. Was machen wir denn jetzt? Oh Mann. Eine Vase draufstellen? Nee, ach, hier ist ja so ein Ding. Das stellen wir einfach drauf. Oder wärst du drüber? Lass mich doch in Ruhe. Ich hab doch erst gesagt. Du bist, fühlst dich mal gleich so angegriffen, Mann. Ja, irgendwie. Oh, ist der dumm. Du kannst auch auf... Ja! Ich weiß ja nicht, wenn man das fünfmal falsch macht, dann HDL. Ist es über. Fuck you. HDL. Ja. Nee. Achso, was? Fuck you. Fuck off. Fuck you. Fuck him too. Aber hier, was ist das? Was denn? Das. Was jetzt genau? Ah, ja. Das kann ich ja nur von hier machen. Also ich sehe hier schon wieder Dekostäbe. Und hier sind auch Fackeln. Und da hinten sehe ich leere Fackeln. Was muss man tun? Alter, einfach die Fresse. Alter, du bist so scheiße, ey. Das war gerade voll assi. Mann. Ja, das Beste daran ist, das war gerade voll assi. Bevor ich das gesagt habe, noch gar nicht wusste, was es ist. Ich wollte einfach nur sagen, ich sehe da Dekostäbe. Ja, ja, genau. Ja, und dann habe ich während ich das gesagt habe, da hinten die Fackeln gesehen und die Dekostäbe. Kann ich dafür, dass ich so ein asoziales Asche bin? Ja. Yay. Boah, das war knapp, Fuhr. Nein. Nicht immer so knapp. Nein. So. Bei dir ist halt no risk, no fun, ne? Bei ja. Mir ist no risk und no fun. Beides nicht. Das war shitty. Das war richtig shitty, Mann. Okay, wir sehen ganz viel Plattformen, wir sehen ein Auge, wir sehen eine Truhe, wir sehen Gegner, wir sehen Vasen. So geht Let's Play, einfach aufzählen, was man sieht. Ja. Wir sehen Schwärze. Schwärze. Kann man Schwärze sehen? Gute Frage, Alter. Für philosophisch. Ja. Echt voll gut. Ja, das ist ja eigentlich die, das Fehlen von Licht. Ja. Das heißt, wir sehen es nicht. Ja. Kann Schwärze also nicht sehen. Aber was ist denn das dann in dem Moment? Ja. Komisch. Komisch. Was komisch. Was sehen Blinde? Wir haben was aufgedeckt. Was sehen Blinde? Stimmt, eigentlich sehen Blinde ja dann auch was, nämlich Schwärze. Aber sehen sie ja nicht. Sehen Blinde überhaupt Schwärze? Oder sehen die einfach nichts? Wo ist der Unterschied? Das ist so philosophisch hier. Das können wir bitte damit aufhören. Ich bringe mich um gleich. Ja. Meine Fresse, stirb du scheiß Vieh. Was? Entschuldigung, ey, ich sitze hier einfach. Achso. So. Scheiße. Kiste und Laser. Ist ja eigentlich nicht so schwer. Wow. Kiste und Laser ist ja eigentlich nicht so schwer. Eigentlich nicht so schwer. Schwer. Wir legen eine Bombe auf den Schalter. Ja, Alter! Wir können doch mit dem Blatt fliegen, Mann. Wie geht das? Springen und im... Gott, Alter! Oh Gott, ey. Gott sei Dank haben wir nicht Johannesbrot geholt. Oh Gott. Ich hatte das Ding gerade in der Hand. Ich dachte, irgendwie kann man doch fliegen. Aber irgendwie war das doch auch eine Maske. Aber ich hab das eine Maske? Ja. Achso, wegen Majora's Mask. Ja. Mann, sind wir dumm und sowas stellen wir noch ins Internet. Oh, steht hier? Nein! Was steht hier rum? Das
She's so fucking shy. Oh, das Lied kenne ich schon. Mein einziger Spoiler. Nur deswegen fange ich an, das Spiel zu spielen. Ups. Ich bin so ein Arschloch. Niemals dann. Erstmal Zeitung lesen. Du hast den Vogel sterben lassen. Du hast den Vogel gerettet. Ich hätte einen Vogel retten können? Holy shit. Einen Kackhaufen habe ich auch. Warum seht ihr eigentlich das Spiel nicht und warum sagt mir keiner was davon? Ist das unscharf? Keine Ahnung. Ich hab das Lama, was ein Lama ist und nie was anderes war. Dann habe ich so ein Katzen-Emoji, das lächelt. Ein Kackhaufen, ein Einhorn und das Faultier. Das Faultier ist am geilsten. I know this padlock. I know this. Warum kennt sie denn ein Vorhängeschloss? Laut Wikipedia. Ein Vorhängeschloss ist ein Schloss zum Verschließen einfacher Verschlüsse. Danke, Google. All you have to do is crank up the IV to 11. God damn it, ey. Was ist das für ein Scheißspiel? Warum sagen alle, ich soll das immer spielen? Ich verstehe das nicht. Was ist das für eine Kacke, Mann? What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. Or a storm is coming. Max, start from the beginning. Tell me everything. Someday we will foresee obstacles through the blizzard. Ach, und jetzt müssen wir die retten, ne? Ja, und die heißt Crystal, weil sie jetzt für den Rest des Spiels in einem Crystal eingesperrt ist. Oh, wie nennen wir die? Du meinst die in dem Kristall? Woman Fox. Ja, Planet Lou. Fox. Lou. Too Short Dress Fox. Er ist einfach Rob, weil die nichts auswählen können. Slippy! Das ist Pepper. Ja. Der Hase ist anders. Er ist Pepper. Wie heißt der? Weiß jemand, wie der Hase heißt? Dr. Pepper. Dr. Pepper. Happy Hair heißt der Hase. Er heißt Peppy und der General heißt Pepper? Das ist geil. Das ist echt der beste Name aller Zeiten. Aber wie heißt das nochmal der Böse? Der heißt ja wahrscheinlich Peppo. Happy Pepper. Andros. Andros, genau. Hast du eben schon gesagt. Hab ich nicht gehört, du Arschloch. Du Andros. Guck
Guck mal, wir sind schlechter als früher. Hast du ein iPhone oder ein anderes? Thorntail. Guck, das ist auch nicht. Das ist ein Tal. Thorntail wegen Stachelschwanz. Oh mein Gott, die haben ja wirklich null Kreativität. Die Fische heißen Fischi Fischfisch. Oh, geil, das ist dieses Spiel. Wollen wir es durchspielen? Ja, lass mal durchspielen. Ja. Ich hab gerade in unser Gesicht gerührt. Einfach nur, damit das mit der Musik passt, ja. Oder? Die hatten erst die Animation und dann ja, genau. Die Musik. Ein Pesa. Ach, Pesa heißen die. Pesa sind das Zahlungsmittel auf der Dinosaur-Planet. Aber warum heißt es nicht Geldi-Geld oder so? Tricky Brett. Weißt du, wie du dich nennst, wenn du brennst? Ja. Schankwart. Ja? Ich bräuchte noch was. Was denn? Ich hätte gern Wein. Ich kann dir die Fresse schlagen, dann kannst du weinen. Hast du auch den Vogel gehört? Ja. Dumme Vogel, dumme Vogel. Das ist ein 2018er. Hallo, du hast den Deckel aufgemacht und kippst das. Ich kippe das, ich zeig's in die Kamera. Oh Gott, über die... Oh, ich wollte gerade sagen, ey, über die schöne G910, Mann. Ich hab dich schon unter Kontrolle. Ja, nee. Ich werde mein Leben lang keine... Du eskalierst, andere, wenn der Bein auf ist. Ich werde den Rest meines Lebens nur noch mit dieser Tastatur spielen. Ich hab so ein billig, Ding. Das ist traurig. Aber die Tastatur ist cool, ne? Ja, geil. Ich kann, wenn ich Steuerung Alt und entfernen. Q drücke, dann ist es ein Add. Das kann meine Tastatur. Was? Ich will weitermachen. Die ganze Kamera wackelt. Aber der Tisch steuert. Beb. Oh Mann, bitte spiel weiter. Ja, ich spiel weiter. Ich hab Fuhrer vermisst. Niemand lacht über meinen Schnitzel. Oh Mann. Die haben ja auch bei WoW irgendwas verändert, dass alle Orks krummen Rücken haben oder so, ne? Oder nee, andersrum, die haben den krummen Rücken gemacht, ne? Warte, wie war das? Nee, die haben ihn gerade gemacht. Naja, genau. Und dann konnte man nee, die Trolle, ne? Die Trolle. Nee, das waren mehrere Orks, Trolle und Untoten, glaube ich. Arbeit abgeschlossen. Die tun mir jetzt schon leid. Ich weiß nicht, was er mit dieser Info anfangen soll. Doch, ich finde das einfach nur so unglaublich uninteressant. Wir brauchen mehr Schaden. So ist das. Die Orks bringe ich nur durch das Portal, das du eben drauf hielt. Das war nur ein kleiner, da war ein SS-Fehler. Herr Hitler? Das war auch ein SS-Fehler, ey. Ja, Kapitel 2, das wird geil. Du tippst das so ein, als wäre das irgendwie... Nein! Das ist Kapitel 3! Nein! Gott sei Dank ist das Buggy. Oh ne. Guten Abend, Sugar Diamond. Oh, hallo. Guten Abend. Guten Abend, hallo. Gleich angeschrien. Ja, nein. Auf rein. Wo bist du das? Google News. Die Ehre. Hallo Google. Oh nein. Das geht bei, das haben wir schon ausprobiert. Das geht bei Johannes bestimmt. Vielleicht kann ich nachnamen. Sag mal was. Sag mal was. Für mein Volk. Okay, Google. Ich wollte gerade sagen, total unveränderte Stimme. Wow, wie hast du das gemacht? Boah, das hat sich genauso angehört wie Johannesbrot. Ich glaube, da oben ist irgendwo ein Turm. Nee, das könnte sein. Da, in dieser Einbuchtung. Google, was sind Einbuchtungen? Du hast es anscheinend verstanden, das System. Hallo Google. Du hast es anscheinend auch verstanden. Hallo Google. Mann, okay. Hallo Google. Jeder kennt diesen Spruch, Hallo Google. Ist das nicht so? Hä, ja, wo ist denn da Jaina? Ich sehe sie nicht. Sylvana. Ach, da hinten. Ach, Sylvana. Hä? Sylvanas. Sylvana, ey. Sylvana. 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 Man seid euch da so einig, dass das passt. Level up. Was hast du denn gegen die? Ja, mach ich nicht, nur weil du das... Ja. Ich finde die immer scheiße. Das ist die schlechteste Attacke ever. Attacke. Attacke. Aquaknarre. Kacke, Mann, ey. Deswegen mag euch keiner, Mann. Deswegen habt ihr keine Freunde. Wie geil die Eier aussehen. Nee, das sind gar keine Eier mehr. 5 Minuten
auf die Treppe. Ja. Oder? Kein Problem. Guck mal, der macht voll Feuerschaden. Was? Hallo? Hallo. Du bist jetzt raus für 5 Minuten. Ja. Und jetzt so. Zwar fehlt einer immer noch, aber das ist der vom ersten, ne? Was muss ich? Du musst in den Chat eingeben, das Lösungswort. Wenn du da nicht drauf kommst, dann hab ich das. Das ist da in der Mitte sind 2 Ds, wo man nicht erkennt, was das sein soll. Also der steht sind doof. Keine Ahnung. Aber die Reihenfolge ist schon richtig. Ja, die Reihenfolge ist nur der erste Buchstabe fehlt und dann hast du ein Lösungswort. RC ist doof, was? Ist ja wie bei mir bei Fallout. Halt's mal die Kamera, vielleicht kann der Chat dir helfen, aber wir helfen dir nicht. Ja, Sugar Diamond ist gerade weg. Achso. Da fehlt der erste Buchstabe, was fehlt da? Sugar Diamond hat mir auch bei Fallout geholfen. Also helft mir! Das heißt, was soll denn RCS sein? Ja, da fehlt ja ein Buchstabe. Ja, aber... Welchen Buchstaben musst du jetzt noch davor setzen, damit das... Setz mal das ganze Alphabet davor, dann... Und probier aus, was rauskommt. Was? A, B, C, D, E, F, G, H, I, U, dann sind doof? Nein, zum Beispiel in A, dann steht da Arx sind doof. Schankwart, Schankwart passt da nicht rein. Arx sind doof. Barx sind doof. Zirks sind doof. Dirks sind doof. Irks. Nicht klatschen. Das passt nicht. Ich dachte, wenn man schon Arx sind doof sagt, dann kommt man da schon drauf. Arx, Irks. Urks! Ja! Oh. Hashtag Orks sind doof. Ja, das ist echt so. Ja. Wieso habe ich Spiegelbild? Das ist ein schlechtes. Sehr gut. Mann, ich bin stolz auf dich. Oh mein Gott! Was denn? Was? Was macht ihr da für eklige Schweinerei? Oh, nimm die Hand da weg! Oh, steck, zieh sie wieder raus. Oh, steck sie wieder rein. Steck sie wieder rein. Gefällt mir wieder junge Spiel, den sollten wir in ein E-Sports-Team holen. Ach stimmt, das moderieren fand ich eigentlich ganz gut. Ja, er hat jetzt den Kampf an der Brücke begonnen. Er scheint hier baut er ein paar Barracks hier, da muss er gleich schnell sein Income increasen. Oh, hier hat er die Pions. Oh, vielleicht baut er da oben schon die nächste Echse, ist gleich fertig gebaut. Da muss er ein bisschen Linge pumpen an den Hausdarkmarkt. Scheiße. Echse? Ja, das ist. Oh, das ging wirklich wenn, so, wenn ey. Wenn du eine neue Basis anfängst zu bauen, dann expandierst du. Darum baust du eine Echse. Ah. Kennst du eigentlich Bibi Blocksberg, die kleine Echse? Die ganz kleine Echse-Datei. Du hast voll gespoilt. Was? Gerade. Nein, das ist aus der Odyssey der abenteuerlichen Kampf. Achso. Kennst du Bibi Blocksberg, die kleine Hexe, nicht? Nee, siehst du, ich kenne hier nur Bibi Blocksberg, die kleine Echse. Ich dachte, du hast das gesagt, wie die kleine Echse. Das klingt wieder lustig. Ne? Jetzt weiß ich, warum ihr überhaupt befreundet wart. Aber nur weil er über deine Witze gelacht hat. Ja, weil er Bestätigung gekriegt hat, ja, genau. Durch, über seinen Scheiß. Ja, du auch. Ja, ich ja nicht, ich passe mich ja nur an. Doch, weil er hat immer von deiner Lache gelacht und dachtest du, oh, ich bin wohl lustig. Ich bin ein Kamel. Übrigens, wisst ihr, dass es schneller geht, wenn ich ganz oft klicke? Ich bin ein Kamel. Der ganz schnell gesagt und dann was anderes gesagt, dann ich will es nicht mehr kriegen. Warum hast du das? Er hat sich gerade geoutet. Wusstet ihr? Ich bin ein Reptiloid. Wusstet ihr? Ich bin Banksy. Oh mein Gott. Nein, das geht nicht vor! Versuch nicht auf das Ende zu sprechen! Alter, wenn man B und A gleichzeitig drückt im Hauptmenü von Mario Kart, dann kann man Michael Schumacher spielen. Ich hab's so lange ausprobiert, ey. Alter, ich hatte die bunte Edition. Ich hab's wirklich ausprobiert, ich dachte, vielleicht das andere Menü. Aber wenn Simon dann wieder 3 Jahre lang nichts schreiben kann, weil seine Hand abgefallen ist, dann. Okay, also. Sprich das nicht laut aus, sonst werde ich auf Twitch gebannt. Ich weiß. Ich wollte gerade einen Kommentar sagen, aber. Das ist ganz, ganz böses irgendwas Wort. Irgendwas mit Wichsen? Ich wollte es gerade. Selbst wenn es jetzt das Wort wäre, hättest du es doch ausgesprochen. Ich meine das ernst, das Wort darf man überhaupt nicht sagen. Warte, ich zeig Negation, das darf man nicht sagen.
Also das andere N-Wort. Ja, aber warum wollte er das denn sagen? Weil das, nein, der, weil das die Rolle der Negation war. Ach so, ich habe einfach nur weitergedacht, weil er sich ganz lange angeguckt. Dann hätte ich das auch verstanden. Er hat mich gleich durchschaut. Ich dachte, es ging um die abgefallene Hand, darum habe ich was mit Wichsen. Ach so. Hey, jetzt sind da plötzlich so Stacheln drum. Ja, das hab ich gemacht. Ja, lass ihn das erklären. Okay, warum sind da jetzt so Stacheln drum? Lass ihn das erklären, Mann. Ihr seid so scheiße. Ihr seid einfach nur richtig scheiße. Ja, aber trotzdem muss das doch so sein, wie man das... Oh nein. Was? Mein Leben für die Horde. Trotzdem muss das doch so sein, wie man das gebaut hat. Hast du mich angemalt? Nein, aber ich hab das in meine Haare gesteckt und dann war das voll verhakt an diesem Ding. Und dann dachte ich, ich bin wie die mit dem Glätteisen und nehme das so weg und hab dann so meine Haare in der Hand. Ist es der oder das Pin? Ausbau abgeschlossen. Das. Der, die, was? Der, die... Was? Was? Okay, Google. Heißt es der oder das Pendel? Möglicherweise helfen diese Informationen aus dem Web weiter. Auf der Website werkformen.de steht dazu Folgendes. Die Pendel-Deklination online Befehl. Als Deklinationstabelle mit allen Formen im Singular, Einzahl und im Plural, Mehrzahl und in allen vier Fällen Nominativ auch eins. Was? Was? Also jetzt habe ich's verstanden. Danke, Google. Das bin ich schlauer geworden. Ich komme, um dieses Land zu läutern. Das Gebäude habe ich nie verstanden. Warum redet er so? Ja, mein jemand? Freund. Ich habe nicht. Keine Angst. Das hat nicht geredet, das war nur jemand, der gleichzeitig geredet. Wie er sagt. Ich komme, um dieses Land zu läutern. Ich bin ein Haus. Da wackelt mir. Wenn ich weiß, dass ich guten Witz mache, da wackelt der ganze Bildschirm. Das oh, ich habe so viele Einheiten. Hey, die können arbeiten? Was ist das für ein Symbol? Ach, weil das Google sind. Google. Sind. Google! Weil das Google sind. Hallo, Google. Okay, Google. Wie nimmt man den Frostthron ein? Entschuldigung, ich bin mir nicht sicher, wie ich da helfen kann. Echt nicht? Wieso nicht? Ja, wollt ihr noch eine Anmoderation machen? Nein, weil ich deine Geschichte nicht. Achso, ja, ich habe mir vor 2 Wochen den einen Zeh gebrochen. Ah, schade. Und das war so richtig typisch. Ich wollte mir nämlich, ich kam aus der Dusche. Du bist vor Wut irgendwie getreten. Nein. Okay, schade. Ich kam aus der Dusche und wollte mir Socken holen und die Socken sind in einer Kommode. Und dann bin ich gegen die Bettkante gestoßen. Und wie man das halt kennt, tat das auch so richtig doll weh, nur war da noch ein Knacken. Das hat richtig so einmal richtig so Knack gemacht. Welcher C ist das eigentlich? Wie bitte? Welcher C? Ich gebe es dann in Nummerierung, der zweite. Ja, das ist wie bei den Fingern, das ist dann also der Zeige-Zeh. Nein. Ach so, von... Von rechts. Also der Ring-Zeh. Komischerweise. Der Ring-Zeh. Nee, das ja, der Ring-Zeh. Ja, den hatte ich auch mal angebrochen, glaube ich. Riffelelementar, hatten sie schon immer so? Riffelementar! Riffelelementar! Ah, Riffel! Riffelementar. Ich will mir irgendwas hier kaufen jetzt. Einfach nur, weil es geht. Ja, weil ich Cola habe jetzt. Corona? Corona. Oh Mann. Ich bin so froh, dass es vorbei ist. Alles, ich auch. Das wird noch ewig dauern, ey. Das habe ich bei Fortnite damals auch gedacht. Und es ist immer noch da. Fortnite und Corona ist dasselbe. Guter Vergleich. Sterbt, Dummkopf! Corona steht euch denn vor sehen? Ich höre nur Corona. Ich hab's auch gehört. Ich, dass du es auch gehört hast. Ja. Was? Braut sich da Corona zusammen? Ja, das ist aber nochmal. Wie heißt der denn nochmal? Der heißt. Donner-Ex-Mutant, genau. Nee, das ist ein Donner-Ex-Mutant, ja. Aber der hat keinen Namen. Doch, der hat keinen Namen. Das ist einfach ein Donner-Ex-Mutant. Weil Mutanten haben keinen Namen. Das habe ich doch gerade gesagt. Ja, was denn? Ja, der hat keinen Namen. Ja, aber dann heißt er ja auch so. Der hat keinen Namen. So wie Pikachu. Hat Pikachu einen Namen oder ist es Pikachu? Das ist sein Name. Das ist ein Pokémon, scheiße. Ja, aber es gibt ja mehrere Pikachus. Ja. Sind das alle Pokémon, die Pikachu heißen? Oder sind das alle es gibt Pikachus, ja auch mehrere, die Gonis heißen. Ja, aber ich bin Mensch. Ja.
Worüber reden wir hier? Ich verstehe selber nicht mehr. Naja, auf wessen Seite ich eigentlich bin. Pikachu. Auf wessen Seite ich. Naja, nur um das klarzustellen. Das ist halt die Rasse. Also Pikachu ist ein Pokémon. Ja. Und Pikachu ist der Name. Ist doch klar. Ja, aber man kann das Pikachu ja auch Billy nennen. Ja, das ist dann der Spitzname. Okay. Wie heißt der zweite Held? Donner-Ex, der hat keinen Namen, da haben so, wir uns gerade 10 Minuten jetzt drüber gestritten. Ja, wir können uns doch gerne weiter drüber streiten. Der heißt, der hat keinen Namen, aber keinen ist Namen. Ein Donner-Ex-Mutant. Ja. Also heißt der Donner-Ex-Mutant, aber eigentlich, ja genau. Ja, ich habe gesagt, der heißt dann ja dadurch Donner-Ex-Mutant. Stimmt, so wie man Pikachu. Ah! Hast du ihm zugeguckt? Nein. Alter. Das kann nicht sein. Nein. Das war genau mein Argument. Beides. Auch wenn Brots neue Frisur nicht so meins ist. Brot, wie gehst du damit um? Burn! Guck mal, das ich hab noch nie eine Frisur gehabt. Ja, das stimmt. Er lügt, ihr seid Hellsneak. Ey, kann man jemanden diesen RGT-Games bannen? Das ist ja unglaublich. Der spammt immer so rum. Ich ja, treff ihn immer wieder. Ja, in allen Foren. Ja. Aber ich bin so oft in Foren unterwegs. Oh Mann, jetzt geht das wieder los, ne? Oh, das ist so schön. Oh. Ich dachte, wir haben live auf Twitch, Leute! Oh, das ist morgen die Nachricht des Tages. Ich weiß nicht mal mehr, warum er gelacht hat. Ich auch nicht mehr, Mann! Oh. Das ist das Schlimmste. Und Scheiße, deswegen, ich dachte gerade, ich sterbe. Oh. Kann man mit dem Handy eigentlich auch Clips machen? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich auch nicht. Oh, Ice-T ist auch da. Guten Abend. Hallo. Nein. Was? Nein. Ice-T ist doch da. Ja. So, es dauert ein bisschen, weil das ist, Nein. Ich habe Johannes Brot vorher in der Liste. Ja, ja genau. Ja. Ich höre gerade, die Ergebnisse sind da, das Spiel ist fertig geladen, es kann losgehen. Ja genau, die 5000 Euro dann auf mein Schweizer Bankkonto. Ja, danke. Das ist ein Spermium. Mhm. Da sieht man, wie alt Johannes Brot war, als er dieses Volk gemacht hat. Spermium. Das würde er heute immer noch so machen. Die gestern fertig gemacht. Ja, ich weiß. Ich weiß noch in diesem alten Video, wo dein damals bester Freund Torben Becker zu dir so sagt, hast du schon mal Spermienverkehr betrieben? Was? Jetzt schneidest du dir jetzt wieder rein, ne? Darf ich das? Jetzt habe ich seinen vollen Namen und... Das sind am besten sagst du die Adresse, ja, wo er jetzt wohnt. Er hat seine Adresse, seine Rechte abgegeben, als er das im Video gesagt hat. Ja, das stimmt. So kann man das auch sehen, ja. Haben Sie schon mal Spermienverkehr getrieben? Das war eine Frage. Was ist das? Erklären Sie mir das mal. Also, das ist, wenn Mann und Frau ficken. Ach so, ja, jeden Tag. Entweder den Wasser- oder den Steinmann. Cool. Das wird sich vorher entscheiden. Willst du Felis Tür A, der blaue Wasserelementar oder verliest Tor B, der Bergriese mit den grünen Muskeln. Wieso habe ich jetzt die Herzblattmusik als Ohrwurm? Okay. Wie geht die denn nochmal? Kannst du die mal hinschreiben, wie die nochmal ist? Aber mit ganz viel Sonderzeichen. Ah! Dam 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 da 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 dam da 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 dam da da dam. Jetzt weiß ich es auch. Nee, du musst das langsamer. Mach mal langsamer. Dam 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 da da da. Dam da 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 dam da 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 da. Definitiv. Oh, jetzt hab ich's erkannt, jetzt hab ich den Ohrwurm auch, ja. Wenn man ganz oft negativ sagt, wird man dann irgendwann gebannt. Ich glaube, das Gespräch haben wir schon mal. Nee, dann bist du eingewiesen, weil du Depression hast. So, jetzt geht's hier um was. Okay, Quest geschafft oder was? Ja. Lauf ihm hinterher! Hä? Die Gerechtigkeit wird siegen. Achso, er macht jetzt irgendwas mit. Was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die Liebe-Lösung! Alter! Oh mein Gott! Er hat sie einfach beide umgebracht. Wer war nun mal Team Karl und wer war Team Moritz? Ja, gut gemacht, Fuhr. Dafür bist du jetzt verantwortlich. Nee, aber das war ja dein guter Weg. Das Schaf zu töten wäre die böses Karma gewesen.
Ich gehe jetzt auch in die Badewanne. Aber vorher kaufe ich mir noch ein neues gelbes Händchen. Meins quietscht nämlich nicht mehr. Habe ich leider kaputt gespielt. Also dann. Tschüss. Ja. Also was, ich mach das einfach ganz leicht. Oh, Alter! Alter! Geht mir hier auf den Sack. Also ich hätte noch sehr lang weitergezogen. Ich hätte es auch noch voll lang weitergezogen. Früher muss ich einfach immer auflehnen. Das ist immer so einer. Wieso musst du dich immer gegen alles auflehnen? Ja. Du hast einen riesigen, stinkenden Mewtwo. Ich dachte gerade, du musst das anderes sagen. Ja, ich auch. Alter, immerhin riesig. Hauptsache es schmeckt. Du. Ah, löffeln und gut. Oh, hallo, wer bist du denn? Nein, ich wohne hier nicht. Ich stelle mir auch so vor, dass du das zu jedem sagst. Wer trifft irgendwie und sagt, oh, hallo, wer bist du denn? Wohnst du hier? Nein, ich gehe hier draußen gerade einkaufen. Oh, hallo, wer bist du denn? Wohnst du hier? Nein, ich sitze hier an der Kasse. Was wollen Sie? Ich möchte Pokémon-Meister werden. Wer sind Sie? Pokémon gibt es nicht! Immer dringt es hier vorne drin sind bei Reveal Tower. Ja, ne? Ohne uns wärst du nichts. Weißt du noch, als er uns ein Logo, neues Reveal Tower Logo geschickt hat, weil einfach nur sein Gesicht war? Ja. Und er hat auch gesagt, ey, lass mal umbenennen. Ja, in Fuhr-Games. Dann hat er gesagt, er will ein Super Mario Sunshine Let's Play anfangen, aber er muss morgen erstmal zum Bürgermeister. Warum habt ihr gerade gefüßelt? Nein. Gepenist. Ist egal. Gepenist. Ich weiß nicht, wie nennt man das? Gibt's ein Wort für eigentlich? Schwertfechten. Aua. Entschuldigung. Wollen wir später noch Schwertfechten? Fichten? Gibt es Schwertfichten? Schwertfechten. Was ist das? Ist das Fuhr als Logo? Geil! Ah! Bitte können wir das in den nächsten Wochen drin machen! Ja, ne? Wollen wir noch ein bisschen awkward YouTube-Videos gucken? Oh Gott, I'm sorry. I thought you were somebody else. Oh mein Gott! Was passieren kann. Boops. Sie haben Boops gesagt. Tschüss. Darf man das nicht sagen? Atto. Gibt es Sachen, die man auf Twitch nicht sagt? Ja, nichts Rassistisches. Darfst deinen Penis nicht zeigen. Wenn ich das darf, nicht sage, darfst nicht in Unterhose sein. Du darfst meine Sachen nicht kaputt machen. Wenn ich jetzt das N-Wort sage, werden wir dann für immer gefragt. Warum fragst du das jedes Mal eigentlich? Jedes Mal? Das ist das dritte Mal. Echt? Ja. Du sagst mal, ob man negativ sagen darf. Wenn du das Wort gleich droppst, dann droppe ich dich durchs Fenster. Jawohl, kein Problem. Das war schon zu laut. Du wirst ja, aber klatsche nicht klatschen. Was? Das Spiel ist so gut. Ja, du klatscht immer. Klatscht ununterbrochen, klatscht du. Wir wollen über jedes Spiel reden, was wir in unserem Leben je gespielt haben. Kriegen wir eh nicht hin. Ich hasse das, weil immer, wenn ich sowas machen muss, dann was ist, gucken auf, oh, das hast du vergessen, das hast du vergessen. Warum habe ich mir eine Liste gemacht? Wo sind deine Unterlagen? Johannesbrot, wo sind die? Das haben wir doch mal als Telefonstreich gemacht. Haben wir bei Computerbildspiele angerufen, weil das da stand. Und dann war das Spiel hier mit Wallace und Gromit. Und der Telefonstreich bestand daran, dass wir so getan haben, als würden wir irgendwo nicht weiterkommen, obwohl wir das Spiel gar nicht haben. Und dann hat er uns geholfen und dann haben wir Tschüss gesagt. Die beste Dauer, der hat mir aber ganz verarscht gefangen. Fertig gemacht. Ich hab Gott geklatscht. Ja, was sag ich da? Aber jetzt, wo ich schon wieder darüber rede, habe ich schon wieder Bock, das zu spielen. Und weil wir letztes Mal Time Shock rausgekramt haben, will ich jetzt Hey Taxi rauskramen. Das nochmal. Das läuft doch nicht mehr. Na und? Das ist Windows 10. Dann mache ich Windows 95 Kompatibilitätsmodus und los geht's. Das funktioniert immer. Es ist noch nie, dass das nicht funktioniert hat. Haben Sie es schon mal im Administrator-Modus gestartet? Ja, natürlich geht das nicht mehr. Ich, als würde ich das machen. Glaubst du, ich installiere jetzt hier irgendein scheiß Taxi? Ja, du findest ja, schon das Film mega geil. Der alte, ich geh weg, du Pitz.
So, Abracadabra, dreimal gefickter Kater. Als ich das mir aufgeschrieben habe, ja? Da ist mir was eingefallen! Und zwar gab es dann noch ein Pinball-Spiel, was mein Vater irgendwie gespielt hat. Und das fand ich so ultra geil. Das war nämlich mit Dinos, so Skelett-Dinos. Und das war so geil. Und irgendwann wollte ich es mal wieder spielen und habe das nicht gefunden. Und ich habe nie wieder rausgefunden, wie dieses Spiel hieß. Und dann habe ich heute, oder irgendwann als ich die Liste gemacht habe, mal eingegeben bei Google Pinball-Dinos und habe es gefunden. Herkules, The Game, Alter. Es ist auf jeden Fall eines meiner Lieblingsspiele all time. Obwohl ja Spiele für Filme immer scheiße sind, das ist wahrscheinlich auch ultra scheiße, aber für uns war es ultra geil, weil Herkules ist der beste Disney-Film. Und haltet eure Fresse irgendwie jetzt hier mit die Eiskönigin oder irgendwie hier Kapp und Kappa oder die 160 Dalmatiner. Herkules, das ist es. Das ist, schreibt mal auch auf die Retro-Liste. Ich hatte ja dann einen gecrackten DS, wo man dann auch die NES-Spiele drauf spielen konnte. Weil wir haben dann immer irgendwelche Spiele vom Flohmarkt gekriegt. Man, da hast halt das Spiel da und da ist ein Bild drauf. Ja, genau. Und danach musst du dann entscheiden, ob das Spiel gut ist oder nicht. Oh, hier, Yoshi. Irgendwas mit Yoshi. Oh, cool. Yoshis Cookie Story. Fuck it, das ist ja Tetris. Fuck it. Und ich hasse Tetris übrigens, ne? Ich muss das jetzt mal sagen an alle. Oh, Tetris ist so ein Kultspiel, das ist total. Fick dieses Kackspiel! Der Soundtrack ist schon gut, den darfst du nicht. Ja, ich weiß, aber ich wollte einfach irgendwie. Aber ich find's scheiße, dass dann Menschen sich 12 Stunden hinsetzen und versuchen, Shiny auszubrüten. Ja, das ist eher. Es gibt ja genauso wie bei allen Spielen dann wieder die Turnierleute. Also es gibt ja auch diese Super Smash Bros., wo Leute irgendwie so denken, oh, ich mach Sport, weil ich Super Smash Bros. Spiele. Ist nicht, was ich rede. Ich will diese Story da durchspielen und coole Pokémon fangen und fertig und nicht so einen Kack-Zahlenscheißer machen. Also fickt euch. So, also mehr Gameboy-Spiele fällt mir nicht ein. Sag doch mal jetzt Gameboy. Gameboy. Okay. Und außerdem haben wir jetzt zum Beispiel nie Super Mario, haben wir nie gespielt auf Game Boy. War immer zu schwer und doof. Ich fand immer nur die 3D-Marios geil. Und apropos 3D-Marios. Nächstes Kapitel. Weißt du, warum ich gerade so gestockt habe? Nee. Ich hab gesagt, 3D-Marios. Und das hat sich kurz in meinem Kopf angehört wie 3D-Marios. Also, so wie der Name Marios. Und da habe ich kurz überlegt, ob ich das gerade gesagt habe und wer Marios ist. So, ja, da geht's. Ole Mais, mein bester Freund, hatte das natürlich. Ich habe da immer Super Mario 64 und Zelda Ocarina of Time gespielt. Ich weiß noch genau, wie ich das zum ersten Mal gespielt habe. Was sagst du denn seinen Nachnamen dazu? Ach, was scheiße ist, das sagt man immer so. Hallo Ole Mais, googelt ihn und schreibt ihm lustige Nachrichten. Nein. Der hat kein Facebook. Was willst du? Oh, ich liebe das Spiel und Leute, die das doof finden, die sollen mal was anderes machen. Bowser Junior war ja auch immer die ganze Zeit da. Und so. Oder Baby Junior. Baby Junior. Bowser Junior oder Baby Bowser meinst du, ne? Ja. Baby Bowser ist das auch. Es ist ja, genau, Baby Bowser ist Baby Bowser als ein Junge. Ja. Ist Babys Bowser ein Junge? Ist Bowser, das habe ich nicht gesagt. Okay, dann hören wir es doch mal an. Ist Bowser als ein Junge? Und jetzt hören wir uns das nochmal. Ist Bowser als ein Junge? Fuck, er hat es echt nicht gesagt. Und jetzt ein Random Clip mit einer Ente. Hier, Mega Man für Game Boy, was wir hatten. Kann ich mir das mal ausleihen? Ja, okay. Er hat es ausgeliehen und dann irgendwann ist es aufgefallen, hä? Wo ist eigentlich unser Mega Man? Der hat das ja gar nicht mehr. Dann habe ich meinen Kumpel, da, den großen Bruder, gefragt, dein Bruder hat irgendwie noch Mega Man, kann er das mal wiedergeben? Und am nächsten Tag hat er gesagt, ja, der hat das irgendwie verkauft. Und das Gute war, in der Zwischenzeit hatte der mir aber zufälligerweise, also der große Bruder hatte mir Pokémon Snap ausgeliehen. Und dann hat er mal gesagt, kannst du mir Pokémon Snap wiedergeben? Habe ich gesagt, nö, habe ich verkauft. Nein, habe ich nicht gesagt. Habe ich gesagt, nö, ich will erst Mega Man wieder haben, solange wollte ich Pokémon Snap. Bester Tausch ever! Warum sind eigentlich hüpfende Charaktere so beliebt? Nee, sonst läufst du ja nur. Ich weiß es noch wie heute. Ich setzte mich daran und baute die Abenteuer von Rüdiger. Und dann aus irgendeinem Grund
Oder vielleicht sollte ich dich irgendwo abholen oder so. Habe ich mittendrin aufgehört, bin Fahrrad gefahren da in der Siedlung und da hat ein Haus gebrannt, da war Feuerwehr und so. Und ich habe mich so hingestellt als kleines Kind, so wie irgendwie Stranger Things mäßig mit dem Fahrrad und guck so, wie das Haus brennt und gehe wieder nach Hause und baue wieder mal auf 3 Level. Das ist einfach so eine geile Erinnerung. Was? Also die Leute sind alle gestorben in dem Haus. Ich habe das Feuer gelegt. Das hatte ich vergessen, noch vorher zu erzählen, genau. Ja, also haben wir uns alles mehr genau angeguckt, ja, und so, weil wir das alles so geil fanden. Hallo. Hallo? Ich spüre gerade, ne? Warum, du hast die Kamera. Das passiert, wenn wir gerade aufnehmen. Ein fremder Mann mit einem Huhn in der Hand kommt rein. Was war gerade? So, jetzt kommt was, wo wir uns jetzt richtig streiten werden, weil ich finde es voll geil. Oh, Johannesbrot! Gott, oh Gott! Ich hab's gerade noch aufgefangen. Ich habe ja mal so ein Unboxing vom 3DS mit neuen Pokémon oder so gemacht, was voll viele Views hatte, weil ich das vorbestellt hatte und irgendwie 2 Tage einfach vorher angekommen ist. Und dann habe ich es gemacht. Und hab dabei aus Versehen den Code ganz kurz in die Kamera gehalten und dachte so, naja, so schnell wird das ja nicht weg sein. Und hab irgendwie das, kurz nachdem ich das hochgeladen hab, eingegeben, stand, Code ist nicht mehr. Aber wer macht sich denn die Mühe? Ja, und vor allem, das war so ein Wischen, der muss das extra so gestoppt haben. Ja. Also, Props an dich. Ich erinnere mich an irgendeine Stelle, wo er irgendwo runterspringt, ganz am Anfang. Und aufsteht. Hallo Fuhr. Gut, wir nehmen gerade was für Green Tower Games auf. Du bist live im Fernsehen. Nein, das ist nicht live. Es regnet. Ja, wir wollen mit dir streamen. Warcraft 3 Reforged, unsere Kampagne. Wie geht das? Herkommen und das spielt. Keine Ahnung, das ist eine Schlucht und dann kannst du entweder da hinschreiben Baum und dann legst du da einen Baum rüber und läufst rüber oder du sagst Boot und schwimmst durch. Und ich habe halt angefangen, das Spiel zu spielen und wollte halt anfangen und wollte ein Fahrrad reinschreiben. Und dann ging das nicht und wollte das zurückmachen. Dann habe ich außerdem auf M gedrückt und auf Enter und dann hieß ich Fahrrad M. Und als mir diese Geschichte wieder irgendwann letztes Jahr oder so nochmal eingefallen ist, ja, da habe ich laut gelacht. Ich weiß nicht, ich glaube, ich lag im Bett oder so. Da habe ich irgendwie drüber nachgedacht. Ich musste einfach nur lachen, weil es so dumm ist. Fahrrad M. Oh. Ich weiß nur, apropos wie, jetzt auch ganz komische Story. Es gibt ein Lied von Stephen Wilson, was so ein richtiges Depri-Lied ist, wo es geht irgendwie so los, er liegt auf dem Küchenboden und die Heizung ist nicht mehr bezahlt und er will nicht mehr leben und so. Das ist voll das Depri-Lied. Und dann singt er irgendwie ich habe nicht mal mehr Lust zu essen. I don't even have the will to eat, singt er, ja. Er hat nicht mal mehr den Willen, irgendwas zu essen. Und dann will ich das nachspielen im Internet und da hat jemand selbst die Lyrics hingeschrieben, hat da hingeschrieben, I don't even have the will to wee. Das denkt der wirklich, dass der das singt. Ey, ich bin so traurig, ich will nicht mal mehr Wii spielen. Und jetzt, das war's. Wir spielen jetzt alle Spiele, die wir erwähnt haben, hintereinander durch. Und wir sehen uns dann in 3 Jahren, wenn wir gefunden werden. Weil wir halt so lange gespielt haben, dass wir dann tot sind. Dann werden wir gefunden. Dann sehen wir uns ja nicht, weil wir sind tot. Dann musst du dir nochmal eine neue Abmoderation ausdenken. In den Nachrichten. So. Das Game ist immer noch viel zu laut. Wir haben das doch schon leiser gemacht. Hallo? Hörst du mich nicht? Hallo? Hörst du mich schon wieder nicht, oder was? Ah, jetzt höre ich dich. Ach so. Was hast du jetzt geändert? Ich habe gar nichts gemacht. Ich auch nicht. Warum musst du dir immer Spiele aussuchen, in denen ich tot bin? Ich glaube, ich muss Toast sein. Nee, wie war das noch? Ich muss Toaster sein? Als ich dieses I'm Bread gespielt habe? Ich glaube, ich muss Toaster sein. Hä? Wenn jemand einen Toaster sieht, Bescheid. Vielleicht muss man jetzt ein anders ein Toaster werden. Vielleicht muss man anders ein Toaster werden. Mann, ich bin völlig behindert. Ja! Ja! Oh, wow, warst du da durch. Alter. Easy.
Easy. Dass man immer alles umsortieren muss bei dir. Ich bin eine Schildkröte. Ich weiß nicht, wo man was auf Teller, wie man was auf Teller tut. So. Wie man spricht, weißt du auch nicht. Ja, darum bin ich ja auch kein Streamer. Bin Abend IC. Kann man nicht mal rumschieben, wie langweilig. Aber du wirst zu einem Boot, wenn du auf Wasser fährst. Ein Flievertüt. Das ist ein Landluftwasserfahrzeug, das ich gestern erfunden habe. Ich habe nur noch keinen Namen. Wie wäre es mit Flievertüt? Oder auch ein Dildomobil. Warum heißt das Dildomobil eigentlich Dildomobil? Fragte der Captain mich. Na, ist doch ganz einfach. Es kann wie Miraculix Disteln schneiden, deshalb die. Es kann wie ein Sportler dopen, deshalb so. Und es kann wie ein Mobil mobilen, deshalb mobil. Ja, das ist ja klar, sagte Tante Mathilda und hängte den Schinken von der Wand. Hier ist Fisch. Hier fliegt irgendein Viech rum. Das bin ich. Nein, ich meine im Real Life. Achso, das ist kacke. Nimm noch ein Fleisch mit. Ach, scheiße. Wirf die mir einfach so ein Stück Fleisch hinterher. Mann, mach doch! Oh, 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 nee. Nein! Ja, GG. GG. Ey, können wir vorbereiten? Ist mir zu optimistisch. Legen wir das hier. Wir haben noch fast 2 Minuten, Mensch. Nein, aber das haben wir nicht! Ich hol schon mal den Feuerlöscher. Guck mal, wie süß die Schildkröte den Feuerlöscher dreht. Wir haben noch fast 2 Minuten. Nein, aber das haben wir nicht! Guck mal, es explodiert gleich alles, wir sind tot. Alles ist gut. Kann man das jetzt noch verkaufen? Mhm. Oh, jetzt habe ich den Rollstuhlfahrer. Ja, der hat ja nicht mal mehr Beine. Ach so, die haben alle keine Beine. Fällt mir gerade noch. Richtig behindert. Ja. Ich hab hier... Hilfe. Was machst du denn? Ich stand bei den Tellern und wusste nicht, wieso ich nicht schneiden kann. Okay, pass auf. Und dann konnte ich das nicht loslassen. Was ist der nächste? Rot. Ja. Scheiße. Wo ist die Pfanne hin? Wo ist die Pfanne? Die steht da! Ach so! Leg das doch mal auf Teller, wie sich das auch gehört. Wo ist die Pfanne? Wo ist die Pfanne? Ich weiß auch nicht. Ich bring mal einfach. Da und dann pack dann Burger rauf. Das, wo bin ich? Also, wo ist das hin? Wo ist das? Wo ist der Teller hin? Mit den ganzen Sachen drauf. Der ist zwischen den Portalen hängen geblieben. Der ist ein Void. Oh. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich hasse frittieren. Das ist auch ungesund. Sollte man nicht machen. Lauf doch rüber mit dem Teller. Kann ich doch nicht. Das ist doch ein Spalt. Geht das nicht? Ja, geht das trotzdem? Ich weiß es nicht. Jetzt, oder? Nee. Hä? Mann! Die Teller sind drüben, ich nicht. Ich weiß nicht, was daran lustig sein soll. Alles! Ich schneide jetzt Kartoffeln. Wieso? Wir brauchen Hühnchen. Ach, da ist gar kein Dings drin, okay. Warum falle ich denn da mal rein und du nicht? Brot fällt oft runter aus. Danach sieht das aus. Ich weiß nicht, eben bist du runtergefallen, ich nicht. Ich bin dann am Ende mit Absicht runtergefallen. Ja, ja. Wie du einfach erstmal rumstehst und ja, nichts. Ich hab erstmal geguckt. Gib der Schildkröte die. Lass sie doch los! Du stehst doch direkt vor mir, einfach loslassen. Man kann hier echt nicht gegen Strom laufen. Doch, wenn du so ein bisschen denkst. Nee. Das Fleisch! Das Fleisch! Ja, dann geh da doch hin und hör auf abwaschen! Nee. Meine! Das brennt jetzt, das ist mir jetzt egal. Das ist Mann, aber das zweite Fleisch brennt! Psst, ich arbeite! Ah! Ich hab vergessen, wie man den Arm.
Guck mal, das brennt hier alles ab. Also, wieso machst du denn einfach gar nichts? Mich das alles gerade... Fang jetzt einfach von vorne an. Ich will die 8 Sekunden nicht mehr spielen. Nee, warte. Mir ist so warm. Ballern, bis die Aliens kommen. Doch, ich ruf den jetzt an, der soll mal rüberkommen. Aber ich mag den nicht. Ja, ich doch auch nicht, aber das ist jetzt wichtig. Fuhr? Ja, hey Fuhr, kannst du mal rüberkommen? Ah ja, cool, dass du rübergekommen bist. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hüttenspinnen von Real Spinnen. Ich verstehe überhaupt nicht, was das ist. Von Real Spinnen. Das ist überhaupt nicht. Okay, gut, dann lasse ich das. Du musst aber auch Zitate irgendwie von dem Video mit einbringen, sonst verstehe ich. Ja, das ist einfach verrückt. So wie eben. Hallo, ich habe heute bei der Polizei angerufen und wollte mich erkundigen, ob ein Hüttenspinnen stattfindet, aber ich habe sie nicht verstanden. Ja. Ja. Nein. Aber nicht in Noise, sondern bei We Green Tower Games. Es tut mir leid, ich habe sie nicht verstanden. Ich bin 99 Jahre alt. Plugrumus, 99 Jahre alt. Wir warten jetzt noch eine Viertelstunde auf mich. Ist das so? Sind alle fertig? Warten auf Spieler steht bei mir. Bei mir auch. Geil. Nee, warten auf Host. Ja, aber das ist trotzdem wegen mir. Hä, hey, ja, von uns heißt auch niemand Host. Es tut mir leid, aber das habe ich jetzt nicht verstanden. Kein Gewitter! War bitte? So, ihr wisst doch, wie das geht. Wenn man eine 6 würfelt, darf man nochmal. Auf Leertaste beschleunigen. Papa Roach, not listening. Nee, Alkaline Trio, Fall Victim. Aha. Aber wir können das ja singen. Ja. Fall Victim! Oh! Fall Victim! Oh! Ihr Opfer, ey. Ja, danke. Ja. Danke. Übrigens, Fuhr, voll cool, dass du da bist, weil du hattest ja eigentlich einen Termin beim Bürgermeister, ne? Dass du trotzdem gekommen bist, finde ich echt gut. V, bitte. V. Nur weil du nicht schreiben kannst. Wie geht's eigentlich deinem Cousin? Geht's ihm besser, du Grumus? Ja, doch. Ja. Hatte einen Termin mit Fuhr. Da hätte man es eigentlich merken müssen, ey. Dein Cousin ist der Bürgermeister? Meinst du deine Cousine? Nee. Schade. Da gibt's aber auch so eine Verbindung. Was? Was? Ich habe mich gedacht, war es jetzt ein situationsbedingtes Geräuspern oder war das einfach so? Ich habe mich auch nicht geräuspert. Doch, irgendjemand hat doch hier... Egal. Also Johannes wurde gehustet, aber... Also ich bin fast gestorben. Und, was sind so eure Lieblingsautos? Kommt das auch noch in den Trailer? Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr ein Lieblingsauto habt. Mein Traum ist, einmal Moderator zu werden. Du bist ein guter Moderator. Danke. Die Massen, wie du die Massen bewegst, unfassbar. Oh, hoffentlich kommt das da ganz rein. Warum fliegt der jetzt so weit? Alter, die gesamte... Alter! Das war schön. Max the Spot. Max the Spot?
Max Spot? Max Spot nicht. Max Spot. Immer, wir gehen. Aber wir spielen doch gerade. So. Ich Paarungszeit. Unter den Pimps dann. Ey! Warum setzt du dich mitten beim Sex zurück? Macht er immer so. Ich hab ihn begattet. Da kommt jetzt ein kleiner Pimps da raus. What the fuck ist hier los? Oh Gott. Einfach nur die Motoren aufheulen. Nichts passiert. Kannst du das nochmal nachmachen? Wie ist das? Dafür möchte ich ein Sample haben. Also wenn ich eine Nachricht kriege. Das ist gut. Hallo, Fuhr. Hallo. Komm, wir machen jetzt Duo. Ja. Komm, wir fahren einfach im Kreis. Ja, genau. Aber machen wir auch gerade. Ja, ist doch schön. Dann rammen wir uns zu zweit. Wir fahren einfach gegen. Nee, wir halten einfach nur unseren Kontakt an. Ja, genau. Ich finde das richtig schön, da kommt ein richtig wohliges Gefühl in mir. Ja, echt. Warte. Boah, wir berühren uns nicht mehr. Nein! 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 Wieso bin ich auf einmal schneller als du? Hast du gebremst? Ich komm nach. Nee, ich bin, glaube ich, komm vom Gas. Oh, wieso bist du auf einmal so schnell? Ich hatte Nitro. Achso, ja, jetzt habe ich das auch. So, jetzt aber komm. Ja. Oh. Wie kommt man denn jetzt an die ran? Oh. Die fahren die ganze Zeit nur im Kreis. Genau so. Bleib genau so. Ja. Nicht aufhören. Voll geil, ey. Voll gut. Oh, guck mal, wie so schön. Das echt. Wir sind so geil. Warum muss man sich in allen Spielen immer wehtun? Wenn man auch so eine Idylle hier erleben kann. Grumus, berühr mich. Ich hab's schon mal gesehen. Es ist halt Mario Party. Mehr muss man eigentlich nicht wissen. Anstatt 3 Sterne zu sammeln. Ja, stimmt. Ich mach jetzt immer einfach Go, weil Grumus nie ready drückt, ne? Fucking Glas, wie ist das möglich? Ja. Was geht los? Alter. Ja, wollt ihr mich verarschen? Das war scheiße, Mann. Jetzt bin ich aufgeregt. Ja! Du bist so warm geworden dabei. Das war richtig anstrengend, ey. Oh. Was? Bester Zug der Alter. Welt, erstmal B drücken. Also ich finde, der beste Zug ist der RB83 nach Köln. Das war unglaublich scheiße. Ja. Gewonnene Minispiele am meisten. Brot. Oh, gleich. Fuhrbrot. 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 Wegschwebt. Die Pummel Awards. Achso. Bestaussehender Mitspieler, Gonis. Ist die auch noch klatschen? Wir wollen ein Re-Tournament spielen! Ich will nicht, das nicht Drittfeuer! Mach jetzt Go! Fuhr! Okay, kann ich nicht. Wir warten auf andere Spieler. Ah. Muss ich jetzt. Ich werde beschossen. Bist du in dem Auto? Nee. Okay, dann ist das Auto der Feind. Okay, ich töte das Auto. Hä, das bist du doch. Wir sind doch blau. Nee. Ich weiß auch nicht, warum der blau ist. Hä? Okay. Was ist das hier? Das kann man ja nicht. Ich dachte, ich habe hier geschützt. Warum darf ich das nicht benutzen? Weil das noch nicht dein Knoten ist. Bist du da auch in diesem Auto? Ich stehe hier oben drauf und schieße aufs Auto. Aber da ist auch noch so ein Typ. Das bist du. Du bist doch blau, Mann. Ja, aber das Auto, ich sag doch die ganze Zeit das Auto. Aber ich hab dich eben gefragt, da hast du gesagt, der ist auch blau. Ja, er war ja auch blau, oder nicht? Nö. Darum hab ich die ganze Zeit auf dich geschossen. Alter, du bist so hässlich, Dennis. Du bist eine Freiheitsstatue. Da, wo ihr das, was ihr einnehmt. Ich hab mal gesagt, ich will den hässlichsten nehmen. Das ist wirklich der hässlichste. Das ist so, als hätten die sich nicht mal Mühe gegeben, Alien immer nachzubauen. Lieb. Ja, am Anfang haben wir, ich glaube, in 5 Minuten des Spiels haben wir die ganze Zeit nur auf uns geschossen. Ja! Aber den Headshot gegen Fuhr musst du trotzdem in Zeitlupe machen. Ja, schieß doch auf mich, triffst eh nicht. Achso, das ist Plugumus. Genau. Das ist Plugumus. Das ist Plugumus. Er spielt die besten Spiele der Welt. Yeah! Und jetzt alle.
Das ist... Hallo, ich habe gerade gesungen. Du tötest jemanden, der gerade singt. So, ich habe hier eine Atomrakete. Die schieße ich jetzt ab. Hört sich gesund an. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Wo seid ihr? Sag mal. Hier? Sag mal, wo ihr seid. Nö. Sag mal. Also einer, Gonis läuft die ganze Zeit zu Punkt 2 und versucht den einzunehmen und ich halte ihn davon ab. Nicht abschießen. Ich bin Draufgänger, steht bei mir. Bist du das? Willst du mich verarschen? Ja, Mann. Ich suche aber einen, sonst macht das keinen Sinn. Ja, ich brauche irgendwie mal ein Fahrzeug. Da, jetzt ist ein neues hier. Ja, okay, das kann ich jetzt noch nicht machen. Boah. Alter. Let's get it started. I know. Let's get it started. Mm-hmm. Let's get it nicht, started. Ich kenne nur Worms 3D. So, jetzt muss ich erst die Stage und sowas auswählen. Der letzte Part von Warcraft 3. Alter. Plukumus, ey. Was? Was machst du mit deinem Bier? Ich hatte Durst. Also eigentlich ist es ja Genesis, oder? Nemesis, nicht Genesis. Das ist für Collins. Okay, dann ist das jetzt für Collins. Okay, wir nennen ihn Phil. Mein Auto startet nicht. Und immer wenn er kommt, kommt I Can Dance von Genesis. Jetzt bin ich dran, Arsch. Geiler Wanderer. New, Arsch. Hey, Arschloch. Oh, er lebt noch. Und er reagiert auf Arschloch. Aber er hat die Rakete gefangen. Oh. Ja, war das nicht auch mein Spruch, als ich den bei dem Resident Evil 2 im Raketenwerfer geschossen habe? Genau so? Oh, ich dachte, der wäre länger da im Spiel. Ja, der ist tot, ne? Der kommt nie wieder. Hör zu, ich verspreche dir, du ich bist bin nicht gut. Jule. Das wollte ich jetzt nochmal klarstellen. Umbrella Biohazard Countermeasure Service. Was? Tagebuch des Drogenbesitzers. Der neue Safe ist einfach perfekt. Niemand kennt die Kombination. Noch nicht einmal meine Frau. Ist ein Geheimnis zwischen mir und meiner wunderschönen Aquakör-Königin. Und sie würde sie nie einen Dieb verraten. Okay, das ist natürlich irgendein scheiß Hinweis. Aquakör, was ist das? Ist das richtig vorgelesen? Ich habe auch keine Ahnung. Wir müssen irgendwie seine Frau finden, die irgendwie Aquakör spielt. Hier, das ist ein Bild. Ah! Spielen Sie Aquakör? Hat das was mit Curling zu tun? Ist das Curling im Wasser oder was? Ja, aber hier ist kein Aquakör. Ich glaube, das war auch ganz anderes Wort, aber egal. Das ist wahrscheinlich voll der bekannte Sport und es ist so voll peinlich, dass wir das nicht wissen. Ja, warum bekommst du eigentlich auf Sport? Hä? Hat das nicht gesagt, sie ist Aquakör-Meisterin oder sowas? Was ist jetzt was da an? Im Wasser irgendwie so. Wasserkör. Ich weiß schon gar nicht, wie der Text war. Ich habe mir vorgestellt, dass die Frau ganz heiß ist und halbnackt im Wasser Aquakör macht. Hä, aber... Ach so, ich habe die ganze Zeit... Seine Frau ist die Aquakör. Nee, die war Frau weiß das ja nicht. Cure, was ist denn das? Wer soll man das... Ich google jetzt, was Aquakör ist. Wieso setzen die voraus, dass man weiß, was das ist? Wisst ihr, die das gerade sehen, was Aquakör... Ja, natürlich. Im Internet tun die alle so, als würden die alles wissen. Da, und Katharina ST weiß sowas eh. Da steht gleich wieder ein Kommentar. Und ja, ich wusste das, aber das ist nicht so schlimm, wenn man das nicht weiß. So würde sie das schreiben. Arturo würde schreiben, ihr wisst nicht, was Aquakör ist. Das mache ich jeden Mittwoch. Ich habe das gerade gegoogelt, aber ich weiß das. Oh. Inhalator. Man merkt, wie sehr wir unsere Zuschauer lieben. Ich habe nicht genug Aquakör gemacht. Wir wissen nicht mal, ob man das macht oder ob man das isst. Gibt's hier Aquakör? Das macht ja eigentlich keinen Sinn, weil das muss ja in diesem Warenhaus sein. Das ist das ganze Gebiet hier. Ja, ist echt so. Und irgendwann treffen wir auch die Aquakör-Königin. In Wirklichkeit sind wir das. Jill Valentine ist die Aquakör-Königin.
Oh, du hast gedacht, ne? Ich bin die Aquakör-Königin. Ja? Dann sag mir mal das Passwort. Ja, aber wir brauchen doch die Munition. Dann können wir gleich nicht schießen, weil wir nur Munition für irgendwas anderes haben. Aber das war's. Das ist ja nur zum Looten hier. Ich gehe jetzt zurück zur Kiste. Endlich kombinieren. Endlich kombinieren. Erhöhte Kanalsicherheit. Das Entsperren der neuen elektronischen Schlösser erfordert einen speziellen Akku, der an alle Mitarbeiter verteilt wird. Ja, erhöhte Kanalsicherheit gibt es auch auf YouTube. Stromquelle. Hey, vor allem sind wir in der Kläranlage. Vielleicht treffen wir Claire Redfield. Endlich kombinieren. 7 Sachen brauche ich im Leben. Steuererklärung, Asbach uralt, Deckenfarbe, Rahmenverkleidung, Ventilatoren, Eimer und Türen. Das sind die 7 Dinge im Leben. Hast du die gerade ausgedacht? Ja, aber das meiste habe ich gerade in dem Spiel gesehen. Ich darf den eigentlich nur erschießen, wenn er gerade gehauen hat. Jetzt ist er tot. Ein Kendo heißt der, aber ich finde Kendo ist irgendwie so ein japanischer Name. Der sah aber nicht japanisch aus. Ach, ganz und gar nicht. Ja, Kendo ist eine abgewandelte, moderne Art des ursprünglichen japanischen Schwertkampfs, die in Samurai erlernten und lebten. Wenn jetzt Nemesis kommt, ich meine Phil Collins kommt. Jetzt kommt er doch nicht, wir haben ja das Kopf. Komm, vergiss ihn einfach! Ich hab den schon 3-mal getötet. Jetzt ist er auf jeden Fall tot. Er hat C4 in der Hand. Jetzt ist er auf jeden Fall tot. Alter, wie oft der schon tot ist. Weil wenn du den damit nicht töten kannst, womit denn dann? Gut, dass wir was dabei haben. Endlich kombinieren. Das werde ich jetzt immer sagen, wenn du was kombinierst. Und da werden sich alle Leute drüber freuen. Was, glaube ich. Water Cure. Und weißt du, ich habe mal drüber nachgedacht. Hm. Ich glaube... Resident Evil. Ja? Ich glaube, dass diese ganzen Dinger, das sind Zombies. So, ein Prosit der Gemütlichkeit. Wird schon kein Zombie aus dem Spind kommen, wenn ich den falschen Nummer eingebe. Ich glaube, wenn du 666 eingibst, dann stirbst du, weil der Teufel kommt. Der Teufel kommt! Perfekt, Caspers Stimme nachgemacht. Alter, das war 1:1. Ich dachte, du hast seinen Stimmenversteller drauf, den er drauf hat. Also mehr kann ich hier nicht machen. Was ist denn die letzte Nummer? Es tut mir leid, Pocahontas! Ja, falls ich jemals in dem Let's Play die Stelle suche, gucke ich einfach bei dem Audioausschlag. Nein, kein Witz. Auch immer, wenn kein ich bei Witz, mir Witz. Die Stelle suche, dann suche ich auch immer nach dem Ausschlag. Ja, danke. Warum habe ich gesagt, kein Witz? Das Batterie. War zu schwer, das war einfach zu spät. Batterie. Ach so, weil ich das erst kombinieren muss. Endlich kombinieren. Da. Oh. Wow, echt richtig langer Counter. Er muss ja nur hinter die Dusche. Ja, das weiß das Gerät nicht. Endlich kommen wir in die Frauendusche. Ich komm nicht zurück. Ah! Und drehst du dich um, Alter? Warum bin ich immer so? Und das sind überhaupt keine Frauen. Weil ich dachte, ich bin schlau. Lass mich alle in Ruhe. Oh. Da ist eine Frau. Ah! Ich sehe schon die Szene und diese 50 Szenen, die es gibt, wenn Leute es verkacken, eine Granate zu werfen. Oh, jetzt ist er tot. Rennt er immer noch wegen mir? Er ist jetzt tot. Er ist gar nicht tot. Oh ja, jetzt ist er tot. Ist er echt? Okay, dann mal los. Ach, Jill. Ich fand's besser, als die Charaktere noch nicht selbst gesprochen haben. Aber ja! Nimm das. Jetzt ist er auf jeden Fall tot. Ich spiele das nur mit Pistole und einem Messer. Das ist hier auch nicht so wie bei dem ersten Teil. Ja. Was? Der lebt noch! Nee. When you see this, you're dead. Ist das so? Ist man dann infiziert? Nee, wenn du die meine Plakat einfach damit.
Das ist so wie wäre das Lied des Tyrell. Wo ist Bart jetzt? Muss im Labor hinten. Im Bart. Halt durch, bin unterwegs. Verstanden. Er stutzt sich den Bart. Wer ist Carlos? Warum ruft er mich einmal an? Carlos Over? Ich dachte, du heißt Carlos Müller. Oh Gott. Sie weckt mich wegen einer Pizza. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Warum weiß man... Hat er gefurzt? Ja. Oh Gott. Oh Gott. Das kam nicht von uns. Ich schwöre es. Ich glaube, einen Raum weiter. Aber okay. Alter, Carlos! Hier mittendrin! Das klingt ja auch ekelhaft. Wichswitze, ey. Was? Ich dachte, der tanzt! So! No smoking. No smoking! Bitte ziehen Sie Ihren Smoking aus! Wir gehen im Kreis. So. Hä? So, alle singen. Warum kann man das von dieser Seite nicht? Ist es echt so? Ich hack mir gleich die Eier ab. Aber da ist noch irgendwas, oder? Ja, du musst es nochmal machen. Oder nicht? Doch, da war doch so ein Koffer. Ja, ne? Oh, Alter, ey. Was sollen wir denn jetzt singen? Du hast gesagt, alle singen. Ich hab nie gesagt. Hier, ich spiel's dreimal ab. Wenn du es nicht gesagt hast, dann spiel ich jetzt dreimal ab, wie ich sage. So, alle singen. Alle singen. Alle singen. Alle. So, alle singen. Ich wollte nie was in meinem Leben singen. Denn ich weiß nicht, warum ich das ja, aber du bist heute auch nicht in Singlaune. Hab ich nie gesagt! Du schickst mir eine Bombe nach Hause? Oh, schön. Ich will das nicht untersuchen. Das schöne Griffen. Denkt ihr, ich will das untersuchen? Wow! Wie du gezuckt hast. Warum darf ich nicht alle aufmachen? Da sind bestimmt schöne, geile Schlüpfer von Schwestern drin. Geile Schlüpfer von Schwestern, das hört sich sehr falsch an, Johann. Der ist tot. So, warum werden die jetzt nicht wieder lebendig? Schoscholoza! Schoscholoza! Hey! Du hast ja Mäuseohren. Mäuse haben nämlich sehr gute Hörohren. Ich hab das gesehen. Im Gegensatz zu den Riecheohren. Ich hab's halt gesehen. Was? Mäuse? Ich hab ihn gesehen. Alter, das Ärztepärchen, ne? Ich weiß es, die wollten hier schön im Kopierraum schnackseln. Der war in der OP. Die sind auch voll OP. Oh, er hat einen Gamer-Witz gemacht, Leute. Oh, Spassi. Ich habe nicht gespeichert. Warum sagst du mir denn nichts? My aunt used to live in Paris. She said she would do it. Frag gar nicht erst. Wer erkannt hat, was das war, hat kein Leben. Ich habe keine Munition mehr. Ja, sterben. So, und jetzt gehen wir in einen anderen Raum. So, wir sind gleich wieder da. Wir regen uns kurz ab. Gleich in der Pause ist es so peinlich, wenn die Leute das sehen. Dann sitzen wir immer so 5 Minuten lang. Ja. Und manchmal kommt auch... Also, wir machen das auf dem Klo. Warum liegt im OP so viel Sturmmunition? Benutzt man das... Ich hab's gesagt, ich bin der Beste, den es gibt. Ja. Diesen Jingle werden wir jetzt immer einspielen, wenn ich recht hatte. Schade, kannst du gleich löschen. Hallo Leute, hier bin ich. Was? Einige von euch wissen, eine Granate kann ich ja benutzen, ne? Nein. Bei Warnung? Hat das normale grüne Kraut nichts gebracht? Doch, aber es ist auf Orange gegangen. Rot auf Orange. Nein, ich war doch auf Warnung. Ach. Stimmt nicht. Oh, ey. Ich geh jetzt da hin und werf da eine Granate. Oh. Gut, dann kannst du jetzt ja neu laden. Ich hab's gesagt, ich bin der Beste, den es gibt. Ja. Guck, Warnung. Oh, dann kommt an dieser Stelle das Upsala, da habe ich wohl Unrecht gehabt. Mist, Mist, aber sonst habe ich immer recht. Und sowas macht deine Großcousine.
Das ist eine Großcousine. Eine große, eine Cousine, die groß ist? Ja. Hast du eine große Cousine? Ja. Muss ich da jetzt ernst drauf antworten? Ernst. Das ist eine große Cousine. Don't go chasing waterfalls. Er hat's gesagt, er ist jetzt singend drauf. Nee, in Singlaune. Wo muss ich denn hin? Zu den Monstern. Weiß ich doch nicht, also fragst du mich irgendwie nur mit irgendwas mit Orientierung. Oioioi. Ja, gehört, ja, wie wütend der war? Wütend darüber, wollte ich gerade sagen. Wir brauchen doch einen Namen für unsere Fans, ne? Ja. So wie die Monte Army und ja, die. Ja, hab ich. Ja, und zwar? Imaginäres Publikum. Das ist echt gut. Ja, danke. So wollte ich auch meine Subs bald nennen. Also die Leute, die bei mir abonnieren, das heißt, sie bezahlen Geld, weil sie mich cool finden. Ich fand das nämlich. Das passiert nie, oder? Das mit der Begrüßung ist immer noch scheiße, weil ich finde auch Good Evening. Das habe ich auch nur für mich gemacht. Ja, das finde ich, kann ich ja trotzdem sagen, ist das doof. Ne? Ja, kannst du. Kannst es ja auch trotzdem noch machen, aber. Aber ich finde. Wie wäre es mit sowas wie. Ah! Wo kommt ihr her? Das finde ich gut. Ah! Wo kommt ihr her? Hallo! Sehr geehrter Dr. Barth, es ist mir eine Ehre, Sie herzlich zu einem Bankett am 10. September im Central Hotel einzuladen. Bitte üben Sie den Cha-Cha-Cha. Bei dem wir unsere Ansichten zur neumedizinischen Sonderwirtschaftszone MSW. Ich musste in demselben Moment trinken, also schlucken, rülpsen und lachen. Das war zu viel. Wir haben für die übliche Afterparty eine Suite gebucht. Du stehst auf Brünetten, oder? Du stehst auf Brünetten? Also er steht auf den drauf. Ist das nicht, du stehst auf Brünette? Stehst auf Brünetten. Das heißt, hallo, ich stehe gerade auf Brünetten. Ich lasse es allens wissen. Es gibt ja kein Plural davon, oder? Ein Brünett? Warum heißt das Brünett? Das ist das größte Rätsel meines Lebens. Endlich kombinieren. Jetzt habe ich vor Angst vergessen, wo ich hin will. Jetzt einfach. Ich höre den doch. Der war nie da. Wo war der da? War der da? Ich höre den doch. Der war nie da. Was hast du gesehen? 3 Zombies in einem kleinen Raum. Da kann man wohl schlecht überleben. Hey, Justus! Guten Morgen, Peter. Ich rede hier völlig zusammen. Nur noch komische Worte. Hallo, wer bist du denn? Wohnst du hier? Wolltest du nicht gerade aufhören mit random kombinieren? Ja, das war zumindest eine. Ach, übrigens, endlich coming. Das war zumindest ein Regan Tower Games Zitat. Ich habe echt eine gute Idee, was wir bei Regan Tower Games mal machen. Ist mir heute eingefallen, ich habe mich sehr geärgert, dass mir das erst heute eingefallen ist. Das hätten wir schon machen können. Was denn? Das hat was mit Autos zu tun. Und jetzt seid ihr im Spiel. Nee, finde ich nicht gut. Verrat's noch nicht. Ist mir egal, was. Doch, du wirst es lieben. Hä, du bist doch so ein alter PS-Junkie. Hä? 180 über die Autobahn. Miau, miau. Ja, ja. Jetzt hab ich gerade den Granatenwerfer weggetan! Meine Fresse! Guck mal, brauchen wir nicht scheiß Granaten. Ja, wenn man Aim hat, dann brauchen wir noch keine heftigen Waffen. Aim? Ziel! Ah, das ist die weibliche bei Sonic, ne? Wer ist die denn in echt? Ich verstehe den Witz sonst nicht. Amy. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube. Das finden wir gut. Das endlich kombinieren. Na gut, sie hat auch gerade Schmerzen, darum macht sie so Geräusche. Sag mal, alles rot. Ja. Sein, dass du dich ein bisschen in die Jill verguckt hast? Vielleicht. Das erklärt einiges. Ich kannte mal eine, die Jill hieß. Ja? Ja, und? Wie war die so? Irgendwie so. Okay. Aber der hat mal, Atto hat man einen englischen Vortrag gehalten und man sollte, das war ganz am Anfang so, man sollte nur 10 Minuten einfach über irgendwas reden. Damit man Englisch redet. Ja. Und einfach so Hobbys und so. Und dann hat Atto gesagt, dass sie gerne zeichnet.
Und dann hat Jill sich gemeldet, also bei den Fragen, und hat dann gefragt, was sie gerne malt. Dann hat Otto gesagt, Eis. Also auf Englisch. Weil das war ja die Englischstunde. Mhm. Und dann hat sie gesagt, hä? Warum malst du Eis? Und hat gedacht, sie malt so Eis mit so drei Kugeln immer. Am liebsten mal ich Eis. Das ist meine Leidenschaft, Eis. Oh Gott, ey. Sie hat ja selber auch die Frage auf Englisch gestellt. Ja. Oh mein Gott, ey. Ja, so war Jill. Können die nochmal so weiterlaufen? Ich glaube, die Linke ist gerade wieder aufgestanden. Ne? Ja, ich bin immer noch nur auf Warnung. Dann ist sie gar nicht wieder aufgestanden. Eingebildet. Guter Tipp. Du bist eingebildet? Ja. Du hast zwei Sachen aufgezählt. Vor allem ist sie gar nicht aufgestanden. Ich bin eingebildet. Das ist Fehler zugeben, Tourette. Ah. Wenn du erstmal einmal angefangen hast, dann kannst du nicht mehr aufhören. Nein, einfach so. Mist, mal recht, das manchmal. Upsala, da habe ich wohl Unrecht gehabt. Mist, Mist, aber sonst habe ich immer recht. Hey, lass sie einfach hier liegen. Brauchen wir nicht. Das holen wir, falls wir irgendwann mal in Munitionsknappheit sind. Oh, oh mein Gott! Ist das Phil Collins? Ja. Oh. Da hatte der wäre tot. Weil alle verrückten Professoren, ja, die irgendwas machen, sind deutsch. Also es wurde extra aus Deutschland, da hat der gute alte Frankel uns hier so einen Phil Collins hergeschickt. Also ist Phil Collins deutsch? Der kann er ja auch. Ja. Die Gelden, mein Herz. Das ist der Beweis. Oh, ey, oh, ey, oh. Oh. I won't let you go. Was ist das? Das ist auch ein Meme. Hier hast du es jetzt gesehen. Oh, oh, I won't let you go. Was ist das? Meine Lachen über die Knie. Entschuldigen Sie, lassen Sie mich los. Können Sie einfach ohne zu fallen Munition verschwenden? Geil. Oh, oh. Ist es ja tot, oder? Ja. Oh Mensch, Phil! Alter! Explodiert doch eh alles. Aber jetzt ist er tot. Endlich komm ihn näher. Tschüss, Phil. Auf eine Weise habe ich dich auch geliebt. Schau, Phil! Schau, Phil! Schau, Phil! Aber jetzt ist er tot, oder? Ja, ja, jetzt ist er tot bis zum Level 4. Ja, Mann! Wir haben ihn geschmolzen, Mann! Einfach geschmolzen! Nemesis, nie mehr? Ich sitz hier. Sie ist immer noch nicht tot. Der Erfolg sagt, Nemesis, nie mehr? Alter, wenn der jetzt nicht tot ist. Oh Gott, wir haben es noch schlimmer gemacht! Ist einfach nur noch ein Klumpen. Auf die großen Pusteln musst du schießen. Hab ich mir nicht gedacht. Das liegt im Lahm. Scheiß Tipps, ey. Schieß auf die Pusteln, Jill, die Pusteln! Pistolenmunition, kann ich dann mit Pistolen auf die Pusteln ja, schießen? Ja, stimmt. Wegen Pistole? Der war gut. Ja, Pusteln? Ich hab voll viel Pusteln. Kann er weniger Pusteln haben? Wenn okay. Er jetzt wieder aufsteht, dann muss ich nochmal die drei Pusteln kaputt hauen. Ich meine, die sind voll nett, andere müssen zum Hautarzt gehen, damit die Pusteln entfernt werden. Vier Pusteln das sind! Das nächste Mal verpiss dich einfach! Also ich habe hier einen Scheißspruch gebracht, als wir Resident Evil 2 durchgespielt haben und ich diesen Raketenwerfer auf diesen... Das hast du doch mal gesagt. Die, Motherfucker! Schieß, schieß! Achso, das ist eine Filmsequenz. Geil. Wieso das alles? Ich wurde als Kind getreten. Darum trete ich jetzt andere. I can die. Das hätte der immer gesehen müssen. Ja, stimmt. Ist das der Resident Evil 3 Song? Ja. I can die. I can die. I can talk. Only thing about me is the way I talk. It can hurt dein Herz. Ich bin auch schon eben zu abgegangen.
Beautiful. Gut, auf Wiedersehen. Tschüss. Danke. Auf Wiedersehen. Danke, bis zum nächsten Mal. Zuerst ein paar Formalitäten. Schreibt uns bitte Namen und Geburtsdatum mit, das wäre lieb. Okay, mein Name ist Mutter. Das musst du, das Spiel hört dich nicht, das musst du nicht reinschreiben. Aber es ist ja gar keine Dusche oder Badewanne. Ja, die habe ich bis jetzt noch nicht gekriegt. Aber eine ich muss Palme. Mich immer am Waschbecken waschen. Kann ich auch gleich mal machen. Ja, vor allem habe ich das die ganze Zeit laufen lassen. Ja, toll. Muss ich wieder zumachen. Ja. Spaß. Auf A wieder. Drück die ganze Zeit. Hast du mich gerade Spaß genannt? Du spaßt. Du spaßt wieder kein Wasser. Ah, jetzt komme ich mal aus Versehen mein Handy angemacht hier. Guck. Alle denken, ich wäre cool. Hast du das gesehen? Nein. Guck mal hier. Was denn? Die Fußabdrücke. Ja. Guck mal, den Sand. Ja, das ist cool. Das ist ich habe das Gefühl, wir zwei beide sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Lass uns mal in Ruhe plaudern und dabei allerlei Sachen knabbern, Honky-Tong. Yes. Also, ich will nicht abbrechen. Willst du nicht mit dem Sachen knabbern? Nein. Das ist eine komische Anmache, ne? Meilen. Ich verstehe das Meilenzeichen nicht. Das ist ein Schwein, was um die Welt läuft. Ich ah, weiß. Okay. Auch nicht warum. Jetzt ist ja klar. Ein Schwein. Oh, wow, umwerfend. Cool, ne? Siehst großartig aus, danke für deinen Einkauf. Und tschüss. Okay, wie viel Zeit haben wir noch? Jetzt musst du zum nächsten Laden rennen und irgendwie zum Thema Strandtag, wenn wir noch was aussuchen. Wieso? Ist der eins? Es gibt noch mehr Läden. Was? Du hast mich in dem erstbesten Laden einkaufen lassen und ich wusste nicht, dass ich überall shoppen kann. Nein, das sollte eine schlechte Anspielung an Shopping Queen sein. Es gibt keinen Laden mehr. Extreme Auto Racing Crash Car Rennen. Wir werden heute spektakuläre Crashs erleben. Ja, und das sehe ich genauso. Ich auch, Johannes Brunn, Moderator. Wir sind so auf einer Wellenlänge. Na, gecheckt, wie es läuft? Also ich schon. Ich auch. Aber nur diese tolle Erklärmatz. Die war echt funktionabel. Hallo liebe Ensong-Leser. Ich bin Gonis und in meiner Freizeit backe ich gerne Autos aus Sahne. Der 37-jährige Schreiner lässt es gerne ruhig angehen. Mit seinen täglichen Yoga-Übungen hält er die Balance. Und nicht nur heiße Karren sind sein Metier. Auch am Grill zeigt der 26-jährige Hufeisenschmied seine Expertise. Und als wäre das noch nicht genug, ist der 41-jährige Rechtsanwaltsgehilfe auch noch überzeugter Nichtraucher. Ich werde heute gewinnen, denn als Zwiebelbauer aus Neukölln habe ich schon übergestern gewonnen. Fantastikerisch! Hallo, mein Name ist Johannes Brot, ich bin Jäger aus Neuzilien und ich esse gerne Schrauben. Johannes Brot sorgt im Match für die gewisse Prise Gefahr, denn er beherrscht fließend Karate, Judo und Foxtrot. In seiner Freizeit widmet er sich ausgiebig seiner Buttersammlung. Sie besteht bereits aus einem Stück. Außerdem hat er Superkräfte und kann fliegen. Ich werde das gewinnen, weil meine Mutter hat mich immer angemeldet und ich möchte sie nur ungern enttäuschen. Hallo, ich bin Fuhr. Fuhr hat manchmal ein Glas in der Hand. Manchmal hat Fuhr auch ein Kissen in der Hand. Fuhr sitzt manchmal. Hallo, ich bin Fuhr. Herzlich sind sie alle drei. Mal sehen, wer davon gewinnen wird. Das wird wirklich spektakulär. Speck. Lecker. Was natürlich wichtig ist bei einem Autorennen. Was machen wir hier? Sieht man auch die Vorgehensweise, wie er sich ganz genau überlegt, was er will. Mann.
Mhm. Aber ich glaube, das Lager war defekt. Mhm. Ich nehme das. Das fand ich früher ganz toll. Und ich glaube, das hatte einen Namen. Ich habe den Autos immer Namen gegeben. Und auch nicht, wenn ich damit gespielt habe, waren da nicht Menschen drin, sondern die Autos waren einfach... Gibt es bei euch auch so? Also die waren lebend. Und die hatten Namen. Aber das sieht aus wie ein Herbert. Ist ein, ja, ich glaube, ich habe irgendwie was wie Fabian im Kopf. Das passt irgendwie nicht. So, und ich glaube, wir haben genug gelabert. Es wird Zeit für ultra spektakuläre Action. Und wir schalten jetzt ins Spiel, meine Damen und Herren. Und es geht los mit unglaublich Crash. Nein, nein! Engagiert mich endlich! Hier ist der hier mit Fabian. Oder wie ist mit Fabio? Jetzt davon wird sich gut. Okay, und jetzt werde ich so richtig krass ausrasten. Oh mein Gott. Ja, Alter, das hat geklappt. Und ich habe deinen scheiß Schulbus da hingeführt. Ja, danke. Ja, stimmt. Aber trotzdem, ich hab's. Weißt du, solche Action will ich hier haben. Die Zuschauer schlafen ja sonst ein. Ihr mit eurem so, oh, eine ganz leichte Kurve, damit ja nichts schief geht. So, 5. Okay, das war bisher am besten. Oh Mann. Oh Mann. Ich hab mir so viel Mühe gegeben. Ja, auch nicht. Das ist das Ziel, ne? Ich spiele Auto und ich dachte, wir sind behindert! Wenn ich das jetzt nicht hinkriege, könnte das Ziel werden. Ah! Willst du mich verarschen? Was war das? Jetzt ist schon los. Alter. Vor allem, ich glaube, das Gute an dem ist, er kann nicht sterben. Ja. Fällt zwar dauernd auf die Seite. Aber er kann nicht auf dem Rücken, oder es ist sehr unwahrscheinlich, dass er auf dem Rücken fällt. Stimmt. Das ist trotzdem Handicap, weil man halt wirklich. Ja. Ist halt Sicherheit, ne? Man kann und spielt mit jeder Runde mit Absicht in, auf. Wie heißt das? Ja, genau. Wenn man auf die Seite fällt, wie nennt man das? Auf die Seite fallen. Auf die Seite fallen. Johannesfurt, ihr dürft euch jetzt jeder von euren Autos, die ihr ausgewählt habt, eins aussuchen. Und die müsst ihr gegeneinander crashen lassen. Dein Siegerauto? Ich habe mich dafür entschieden, weil das ist zwar relativ flach, aber trotzdem vorne eine sehr gute Fläche zum Rammen. Ich habe mich dafür entschieden, weil das weiß und blau ist. 3, 2, 1, Crash! So, der letzte Depp sollte jetzt auch die Regeln verstanden haben. Vielleicht auch unsere Kandidaten, nicht wahr? Wow, dieser Witz war so gut. Ich bin der bestfunktionierende Sidekick, den es gibt. Das war ein bisschen übertrieben, ich möchte mich entschuldigen. Und mal gucken, was sie gesagt haben, nicht wahr, Johannes Brot? Was ist deine Motivation für die nächste Runde? Keine, das ist nur ein Spiel. Aber ich will gewinnen. Ich bin der beste Mensch der Welt. Ich gewinne immer. Hallo. Ich nehme den. Ferry Master. Ich nehme jetzt den. Den wollte ich letztes Mal schon nehmen, aber ich glaube, der ist. Guck mal, wie das Rad da absteht. Fu hat sein Auto gerade Brumm Brumm genannt. Oh, bitte, ey, das ist für. Ich stelle mir das gerade so vor. Brumm Brumm. Wir dürfen gespannt sein und ich würde sagen, legen wir einfach mal los und schalten wir live zu den Kandidaten aufs Spielfeld, meine Damen und Herren. Ich spüre das Adrenalin. War das zu krass? Los geht's. Ich wollte ihn umkippen. Tja, ich hab's nicht geschafft. Gegen meine Safari-Power kommst du nicht an. Hat noch jemand eine 2? So, mal gucken, ob der auf dem Dach liegt. Auf der Seite. Das ist ein Haus, ne? Ja. Danke. Bitte. Ich wälze mich die ganze Zeit so auf dem Stuhl. Die Room Rally. Wow. Ich denke nur daran, wie das eine Auto die Treppe runtergefallen ist. Ich bin vom Stuhl aufgesprungen, habe meine Glaslimonade an die Wand geworfen. Meine Frau hat mich hinausgeworfen. Ich darf jetzt nicht mehr zu Hause schlafen und habe mir ein Hotel genommen. Ja, ist eh besser als die Couch. Ja, das stimmt. Das wird noch mal dreifach spannend. Ich will dann jetzt einfach sofort weiter gucken. Aber ich glaube, das würde das menschliche Herz gar nicht aushalten. Das stimmt. Ich gehe jetzt erstmal zum Arzt und lass mich checken. Ich kann meinen linken Arm nicht mehr spüren. Tschüss. Hallo, zurück zum nächsten Teil von Extreme Car Racing. Spürt ihr schon die Extremeness? Ich höre sie als Piepen im Ohr.
Nee, das ist meine Stimme. Oh. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon. Ich bin schwindelig geworden. Das war jetzt zu viel. Hast du geübt? Nein. Ich stinke nur Schweiß. Geil. Angst, Schweiß. Das ist seine Taktik. Da kommt man ja überhaupt nicht vorbei. Was hast du da gebaut? Wenn die nebeneinander liegen würden, möchte ich das ja noch verstehen. Naja, das war mein erster Zug. der fährt gut hier. Dem macht das Gelände gar nichts aus. Stimmt. Das war dem echt egal. Ja. Das war scheißegal. La nü la la, die Feuerwehr ist da! Ich würde so gerne den wiedersehen. Ah! Aber er lebt noch. Und ich habe ihn wiederbelebt! Ich hab's geschafft, Leute! Ich bin der Beste! Wow! 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 So, ich bin keine weiße Vier, aber. Nee, das Spielfigur ist nur eine. Da kommst du nicht drauf. Wow! Wow! Das ist der Wow Cup heute. Wie? Wieso? Wie heißt Wieso? Die Band, deren Debütalbum 10 ist? Mein Gott. Jeder hat bestimmt ein Debütalbum namens 10, oder? Ja. Wo ist es? Pearl Jam. Achso. Hätte ich wissen müssen, das ist meine Lieblingsband. Niemand von den Ten! Okay. Meine Vier ist dran, ich hätte auch eine Frage. Ja, das mache ich jetzt. Leg dich auch wieder irgendwo hin, wenn man dich. Welche? Und du fragst mich. Dazu kriegst du DDR-Fragen. Ja. Welchen Titel hatte die Fernsehprogrammzeitschrift der DDR? Mhm. Wochenpost, FF, dabei oder Frösi? Was? Irgendwelche Wörter aneinandergereiht. Welcher bärtige Neuseeländer verfilmte die Herr der Ringe-Filmtrilogie? Das kann man ja wohl wissen. Der hat Herr, ist der Regisseur von Herr der Ringe. Irgendwie ist nicht, oder? Heißt der so? Oder ist das gerade aus irgendeinem. Der hat auch den tollen Film Meet the Feebles gemacht, kann ich nur empfehlen. Ich hab gerade einen Namen gehabt, aber ich glaube, der ist falsch. Sag einfach, du bist in deiner Marke. Aber lach mich nicht aus. Okay. Sag einfach nur, richtig war falsch. Okay. Und dann lach innerlich. Ist das auf jeden Fall so ein Jackson-Typ? Falsch. Jetzt sagt. Ist das falsch? Sag jetzt hier einfach mal. Oh, sag es! Percy Jackson oder? Ah! Mann, das war richtig eigentlich. Ah, was denn? Wie heißt du denn? Peter Jackson. Ah, Peter, siehst du? Percy Jackson ist ein Film. Genau, genau. Ich wusste irgendwas stimmt. Ich dachte schon, oh ja, er weiß es. Ja. Mit P? Ja, genau. Ich hab gesagt, ich hab mir Namen. Ja, mach das auch. Ich hab mit vielen gerechnet, aber nicht damit. Ich weiß nicht sicher, dass du weißt. Ja? Das ist irgendwie so, wie heißt der Zauberschüler aus Hogwarts? Irgendwas mit Potter? Ja? Mit H? Ja? Herbert Potter. Okay. Oh Mann, ey. Gut. Das ist ja einfach. Ich hab einfach so falsch an. Also im Kopf, ey. Welche Farbe hatte der erste verliehene Bambi? Der erste was? Der erste verliehene Bambi. Hä? Blume! Welche Farbe hatte der erste verliehene Bambi? Ja, ich hab die Farbe nicht verstanden, danke! Welche Farbe hatte der erste verliehene Bambi? Das ist dumm, doll zu sagen, ne? Also war da vielleicht noch.
Ja, so eine Frage würde ja keiner stellen, wenn er schwarz Gold wäre. Ist das deine endgültige Antwort? Du bist behindert. Das weißt du nicht, weil das Trophäe wurde in den ersten 10 Jahren aus Keramik gefertigt. Das soll er das wissen. Niemand weiß, welche Farbe der erste Bambi hat. Wer interessiert auch der scheiß Bambi, Alter? Jack Nicholson erfuhr im Alter von 37 Jahren, dass seine Schwester eigentlich seine Mutter ist. Richtig oder falsch? Alle Bond-Filmszenen, in denen Pierce Brosnan rennt, sind gedoubelt. Richtig oder falsch? Rennt? Ja, wenn er rennt. Falsch. Roger Moore hatte das Double, weil er fand, dass er beim Rennen albern aussah. Er hat einfach keinen Bock. Nee, das muss uns dann. Nee. Ich sehe echt albern. Guck mal! 4, 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 4